Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe heute die ganz große Freude, mit der Autorin und nicht nur Autorin Bettina Rademacher zu sprechen. Hallo, sei gegrüßt. Ja, grüß dich, Jens. Wir sind ja in Bad Vilbel ansässig und du bist, wohin spreche ich gerade nach? München, Schwabing. Nach München, ah, wie schön. Ja, Bettina, Lyrik. Was darf Lyrik denn, was darf, was soll oder was könnte, sollte Lyrik denn können, bewirken können, und zwar aus deiner Sicht als Konsumentin Lyrik, aber auch als Schreiberin, als Gestalterin von Lyrik? Ich fange mal von hinten an, weil ich gestalte Lyrik wie eine Art Wortarchitektur und lasse mich dabei führen. Also ich mache das ja erst seit gut 12 Jahren. Also mein erstes Buch ist erst vor 10 Jahren erschienen, da war ich schon Ende 50. Und das kam automatisch. Ich musste mich hinsetzen und schreiben. Und habe dann alle Yoga-Übungen, also kennst ja Yoga-Kopfstand und Lotus-Sitz, habe ich dann lyrisch in Gedichtform verfasst. Und das war so mein Abschluss von dem ganzen Thema. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ich möchte schreiben oder ich will eine Erzählung schreiben, sondern es kommt. Ich muss mich hinsetzen und dann brauche ich natürlich die Disziplin, dran zu bleiben. Ne? Also am besten wäre ein Computer im Kopf, der das alles aufnimmt, aber man schreibt es hin und dann feilt man dran rum wie ein Architekt. So ist meine Arbeitsweise. Und das Mittel ist für mich ideal, weil gerade wenn man Persönliches schreibt oder auch Spirituelles, Philosophisches, durch die Form der Lyrik hat man ja selbst einen inneren Abstand. Also die Distanz ist gegeben, sodass man sich traut, darüber zu schreiben. Also so viel Persönliches möchte man ja gar nicht, und auch so zu schreiben, das habe ich gemerkt, dass es für andere von Interesse sein könnte, also so eine Art Allgemeingültigkeit, und das erlebe ich jetzt gerade bei Gebeten, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, immer mehr, dass je mehr offene Stellen zwischen den Zeilen sind, umso mehr kann sich jemand dort wiederfinden. Oder bei Mentalreisen zum Beispiel. Du bist ja als Coach, Beraterin, gibt es ja viele Ausdrücke für unterwegs. Das heißt, du hilfst anderen Menschen weiter. Und wie war das als Auslöser? Wie hast du gemerkt, dass Lyrik dir in dem Bereich auch und dem anderen natürlich auch weiterhilft? Was war der Auslöser? Oder ist Lyrik sowieso generell als Gebet für dich anzusehen sowieso? Nein, eigentlich nicht. Aber der Auslöser war eigentlich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit bei Radio Horeb. Das ist ein christlicher Sender. Und da bin ich jeden Freitag auf Sendung mit Gott hört dein Gebet und lese eben nicht bekannte Gebete oder andere, sondern meine eigenen. Und dann habe ich die Resonanz oder die Leute schreiben mich an oder rufen mich an und wollen über bestimmte Themen reden. Und das biete ich auch an, ehrenamtlich. Und da hat sich das so entwickelt, weil ich ja, wie gesagt, über 20 Jahre Yogalehrerin war, auch Yogalehrer ausgebildet habe und vor 9 Jahren alles damit abgeschlossen habe, weil ich eben meinen spirituellen Weg dort nicht mehr weitergehen konnte, auf dem yogischen Weg. Der Weg zu Gott führte in eine Leere, die zwar auch angenehm ist und die wir ja auch möchten, Gedankenfreiheit, aber ein Dialog mit Gott ist dann nicht möglich. Also war das für mich nicht mehr passend und bin dann zum Christentum wieder voll zurückgekehrt und schreibt natürlich jetzt auch viel mehr Gebete und gehe in den Dialog mit Gott und versuche auch den Leser dort mit hinzunehmen. Das sind dann eben keine Entspannungsreisen mehr, die ich früher gemacht habe. Stimmt, 2000, 4000 Meditationen, Entspannungen angesagt. Und das spiegelt sich jetzt auch in den Texten wieder. Aber man geht zu Gott oder man spricht mit Jesus. Man spricht eben direkt mit dem, den man ja eigentlich treffen will. Ich jedenfalls. Ja, schön.
Ja, das ist schön. Und Lyrik mit auf die Reise zu nehmen oder auch als Reise als solches zu sehen, ist natürlich auch sehr schön. Reise ist auch vielleicht ein guter Stichpunkt bei dir. Du hast Philosophie studiert, Publizistik studiert, du hast Logik studiert, habe ich gesehen bei der Recherche, was ganz interessant ist. Und, Logik und Wissenschaft, das gehört eigentlich zur Mathematik, aber das gehört passt so gut zur Philosophie, weil die Wortarchitektur, es ist ja logisches Denken, das muss man ja auch ein bisschen üben oder kann man trainieren, dass man eben nicht einfach drauf losschreibt, das stehen lässt, sondern auch mal schaut, ist das stimmig oder also die normalen Gedichtregeln interessieren mich eigentlich weniger, ne, sondern der Fluss und wenn man spricht und vor allen Dingen auch die innere Logik. Das sind Gedichte, wo ich gar nicht weiß, ja, was ist schön für, was sagt mir das jetzt, wo ich gar nichts mit anfangen kann, da merke ich, man könnte das mit einer inneren Logik vielleicht für einen oder den anderen Rezipienten auch angenehmer machen. Aber wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Geschichte. Ja, finde ich sehr interessant, weil das ja, du bist ja ein gläubiger Mensch und ein spiritueller Mensch. Oder ein spirituelles Wesen. Und Logik ist ja, denkt man im ersten Moment ja eher was Verstand, auf der Verstandesebene. Und wie hier in unserem knappen Vorgespräch schon gesagt hat, du gehst sehr ganzheitlich an die Dinge heran, was man auch in deinen Gedichten sehr schön sieht. Rein handwerklich gesehen reimen die Gedichte sich aber sehr häufig. Das heißt, du gehst dann auch ein bisschen der Form hinterher sozusagen. Ja, das kommt von alleine. Ich möchte, dass das auch stimmt. Ich mag es nicht, wenn da plötzlich ein Satz steht, der sich nicht mehr in den Reim einfügt. Ja? Und dann überlege ich schon, wie kann man das umformulieren? Wie kann ich das ändern, dass der Sinn trotzdem erhalten bleibt? Und dann ergibt sich vielleicht auch ganz was Neues. Aber diese Form finde ich schon gut, dass sich das reimt. Wie gesagt, aber es ergibt sich so. Ich kann das auch jetzt nicht erklären und die Vernunft ist uns ja auch gegeben, also die sollten wir schon anwenden, ne? In welchen Formen auch immer. Wenn jetzt dich einer auf der Straße trifft, dich gerade kennenlernt und dich einfach mal fragt, sag mal, Bettina, was machst du denn eigentlich so beruflich, wie erklärst du dem eigentlich, was du generell so als Ganzes tust, beruflich gesehen? Ja, meistens sage ich, ich bin hauptberuflich Rentnerin jetzt in meinem Alter. Ja, das fehlt nicht. Ja, was soll man denn sagen, auch wenn man irgendwo in irgendwelchen Vorlesekreisen, war ich kürzlich auch in einem, manche lesen fremde Gedichte vor und dann komme ich mit meinen eigenen um die Ecke. Das ist immer, ne, man ist besser, wenn man sagt, ja, das stimmt ja auch, ne, was ich bin. Und nebenbei schreibe ich so ein bisschen Gedichte und Erzählungen und wie gesagt, handarbeite nach wie vor hier auf meinem zweiten Buch, eine Stickerei. Mandala habe ich das genannt, da war ich 18, ist also schon sehr, sehr, sehr alt. Aber ich finde, es ist zeitlos. Und auf meinem letzten Buch, das ist eine Ikone, die habe ich auch selbst geschrieben. Beim Ikonenzeichnen sagt man ja schreiben. Das ist der Jesus, my personal Jesus, auf meinem letzten Buch. Ne? Und dieses Jahr habe ich eine Maria als Ikone geschrieben. Das ist dann für mein nächstes Buch. Ja, wir haben uns ja auch kennengelernt durch deinen Beitrag für sowohl als auch sehr, auch sehr, sehr, sehr schön. In der heutigen Zeit, jeder lebt ja so ein bisschen in seiner Blase. Ich finde das sehr schön, dass du Dialog mit Gott geschrieben hast und sag ich mal, Menschen auch dahin führst oder Menschen auch begleitest bei, ich mach mal so, spirituellen Krisen. Vom Gefühl her, wenn du dir die Gesellschaft und dein Umfeld anschaust, wird es weniger oder wird es jetzt eher so der Wunsch nach Gott mehr? Beides. Also es gibt viele Jugendliche, die wirklich, hatte ich kürzlich einen jungen Mann, hat dann im Radio erzählt, ja, oh, sie sprechen immer von Gott, ja, aber wie komme ich denn dahin? Was mache ich denn? Also der Wunsch ist ja immer schon da gewesen. Die Suche nach Gott, die hat mich ja auch angetrieben, immer alles
Das als, und dann ist die Frage, wie viel Gewicht gibt man diese? Ne? Lässt man sich ablenken vom Mainstream oder geht man der Sache nach? Also ich denke, es war immer schon so, auch wenn man durch all die Jahrhunderte, Jahrtausende schaut, dass es viele Gottsucher gibt, aber die, die es ernst meinen, wie meinetwegen die Mönche oder wie Asketen in der Wüste, das sind 3-5%. Weil das ist ja ein ganz hartes Leben. Wenn ich wirklich ein Gottsucher bin und all die Regeln folge, und dann sind es ganz wenige. Aber in dieser Zeit ist der Wunsch nach innerer Zufriedenheit groß, der Wunsch auch nach klaren Ansagen. Auch wenn man in der Schule, lese ich auch ab und zu vor. Also das ist schon, dass eine Führung wird gewünscht, aber das Leben ist halt so komplex, ne? Und es muss auch immer Fun sein, es muss immer irgendwas sein. Also man kann nicht mehr konzentriert, können kaum noch konzentriert zuhören, 5 Minuten. Muss man nebenbei noch Gummitüst machen oder irgendwas anderes. Also das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Aufgabe von Pädagogen in der heutigen Zeit, auch durch die 2 Jahre von Corona, haben viele gar nicht das Lesen richtig gelernt in der ersten, zweiten Klasse. Das ist schon eine ganz große Herausforderung. Ne? Also ja, die Einflüsse, ja. Entschuldigung. Die Einflüsse sind ja sehr, vermehren sich ja durch die Technik, Digitalisierung. Und wir sehen das ja bei Kindern, Jugendlichen und auch bei vielen Erwachsenen natürlich, dass sie von allen Seiten die Einflüsse kommen, Smartphone und alles Mögliche, was auf uns niederbrecht sozusagen. Du hast ja vorher auch schon dich um Achtsamkeit, sag ich mal, Wahrnehmung, Bewusstheit gekümmert, als du Hinduismus studiert oder gelebt hast, auf Reisen warst. Das im Prinzip war das ja früher auch schon so, dass man die Achtsamkeit fördern wollte, ne? Ja, aber wie gesagt, es liegt ja an dir, es liegt an jedem Einzelnen, ob der das überhaupt an sich trainieren möchte. Und heute ist es ja auch so, dass durch die Digitalisierung die Eltern das kaum vermitteln können oder auch keine Zeit, keine Lust haben und in der Schule die Technik fehlt. Also man könnte jetzt überall ins Detail gehen. Ja. Ja, aber trotzdem denke ich, dass wenn ein junger Mensch was will, findet er auch den richtigen Lehrer oder findet er auch einen Weg. Also ich denke und ich glaube an die Führung. Gottes oder wie du das nennen möchtest, weil mir ist es ja auch gelungen, durch alle Wirren des Alltagslebens doch letztendlich näher zu Gott zu kommen. Und ich denke, die ganzen Umwege gehören dazu, aber ich schließe nicht aus, auch wenn, dass es möglich ist. Und dafür sollten wir eben auch in unserem Land ist ja immer noch eine Demokratie, da kann man vieles ausprobieren, da kann man vieles machen, da kann man auch sagen, meistens, was man möchte. Also hier hat man ja sehr viele Möglichkeiten auszuprobieren. Und dann aber auch mit dem Verstand zu schauen, ist das jetzt gut für mich oder nicht? Ne? Lass ich es lieber wieder bleiben oder ist das meine Sache? Also das muss eigentlich gefördert werden, dass ein Mensch erkennt, was für ihn gut und stimmig ist und wo vielleicht eine Verführung vorliegt oder was anderes. Ja, dass er auch in die Selbstverantwortung auch kommt und einfach eine Kopie des anderen ist. Das ist auf jeden Fall. Der erzieht ihn dahin. Man, die Politiker sagen auch, Selbstverantwortung ist gefragt. Ja, die war schon immer gefragt, aber wer zeigt es denen? Wer zeigt es den Kindern oder auch bei Erwachsenen sieht man es ja, dass Selbstverantwortung auch vielleicht gar nicht so bewusst war, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Ja, und mir fällt auch auf, dass das Hinterfragen auch nicht mehr so angesagt ist und die eigene Meinungsbildung. Du hast das eben so schön gesagt, noch sind wir eine Demokratie. Ja, das auf jeden Fall. Das bleibt doch hoffentlich so. Ja, klar, war ein bisschen ironisch jetzt. Ja, finde ich sehr schön nochmal auch zum christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist ja von Natur aus auf was sehr, sehr, sehr Positives und sehr Schönes, weil es da um die Gemeinschaft geht und um Frieden geht. Und
Was natürlich nicht so schön ist, dass die Kirchen das vielleicht, also von den Kirchen und die Strukturen der Kirchen, das vielleicht nicht so förderlich weitergeben und deswegen auch für viele Sinnsuchende vielleicht auch eher so ein bisschen abschreckendes Beispiel ist, aber man muss ja nicht unbedingt einer Kirche angehören. Da möchte ich widersprechen, weil ich sehe die Kirche schon als Leib Christi. Und wenn, ich meine, es gibt Personal, menschliches Personal, das war aber auch schon durch alle Jahrhunderte der Kirche so, die wirklich liederlich oder sonst wie gelebt haben. Und aus dem Grund bin ich auch mit 20 aus der Kirche ausgetreten, weil ich das auch unmöglich fand. Aber ich bin wieder eingetreten, weil ich den christlichen Glauben, ich brauche auch das Zuhause. Ja? Also es ist einfach schwer, den Glauben, den christlichen Glauben zu leben, ohne auch den Aspekt der Kirche, und das kann man ja googeln, möchte das jetzt gar nicht referieren, was die alles für eine Bedeutung hat. Und dass es da schlimme Finger gibt, das ist mir vollkommen klar, aber das interessiert mich jetzt nur noch sekundär. Da sollen sich Gerichte drum kümmern oder es kann auch was geändert werden, aber die Sakramente, die die katholische Kirche bietet, das ist einmalig. Ja, und es wäre ohne Kirche auch nicht möglich. Und ich möchte auch, und es gibt ja auch ganz, ganz viele Tausende von guten Priestern, also ich kenne auch einige durch meine Arbeit bei Radio Horeb, da sage ich auch, mein Gott, wir schauen ja auch nicht immer auf die Pädophilie im Internet oder sonst wo. Es gibt überall schlimme Finger. Ja. Nur kommt das jetzt alles auch viel mehr raus. Es wird viel mehr hochgespült. Ja. Ne? Es war halt alles im Verborgenen, was wirklich schlimm war. Das muss angeschaut werden, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich bete lieber dafür, dass der Heilige Geist diese Menschen oder auch die egal wer, was Schlimmes macht, dass sie einfach erkennen, was Frieden heißt und dass sie eben sich umkehren. Mehr kann ich ja, es ist ein Nebensystem, wenn ich das mal so nennen darf. Es ist ja so, es gibt ja immer positive und negative Menschen oder Einflüsse und am Ende liegt es ja am Menschen. Die Kirche als solches ist ja im Prinzip wie, sag ich mal, wie ein Werkzeug. Ein Messer ist ja jetzt auch erstmal neutral und je nachdem, was ich damit tue, ne, dann ich kann jemand verletzen oder ich kann aber auch das Essen zubereiten damit. Also hat ja alles so zwei Seiten. Du triffst dort ja auch Menschen wie in jedem sozialen Umfeld. Manche magst du, manche magst du nicht. Die einzige Gemeinsamkeit, ne, ist der Kleine. Das war in der Yoga-Welt auch nicht anders, möchte ich nur mal auch mal sagen. Da habe ich auch Gurus kennengelernt, wo ich dachte, ja und tschüss. Aber das ist ja nicht mein Ding. Dann geht man halt oder sagt, gut, dann, ne, das ist nicht schön, aber damit müssen wir leben oder damit umgehen. Weil ich kann überall die Lupe draufhalten und irgendwas finden und erkennen. Und was jetzt gerade besonders im Fokus ist, das ist natürlich für die Medien auch eine Sensation. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen wirkt es auch meistens größer, als es ist, weil es einfach aufbereitet wird und verbreitet wird. Und deswegen hat das so eine mediale Wirkung einfach. Wir leben ja auch in einer polaren Welt, deswegen muss es ja auch sowieso beide Seiten auch immer geben. Ja, aber nochmal zu dir, du schreibst nicht nur, sondern du vertonst auch sehr gerne, das heißt, du sprichst auch gerne auf Band oder aber auch per YouTube oder ähnliches, das machst du auch, was machst du noch? Ja, das auf YouTube, mein YouTube-Kanal heißt auch Bettina Radermacher und da sind Gedichte von mir, die habe ich, das war im Radio aufgenommen, die habe ich dann selber geschnitten, zugeschnitten und als mit Standbild, als Video eingestellt, kann jeder eigentlich auch machen und ich habe im Radio auch über Yoga gesprochen, habe Sendungen, die kann man auch alle auf dem YouTube-Kanal hören. Ja, und dann singe ich in der Schola, also lateinische Messe, wo viele auch schon wieder aufschreien. Ich habe auch mal in einer Schola gesungen. Erst bei den Spatzen und dann bei den Lerchen als Kind.
Auch in Latein. Das Wort ist sehr, sehr selten geworden, dass du Schola sagst. Das finde ich sehr interessant. Ja, das liegt daran, weil wir nur lateinische oder hauptsächlich lateinische Messen begleiten im lateinischen Ritus. Das heißt, es ist meistens Latein, was wir singen. Oder wenn jemand ein Requiem wünscht bei der Beerdigung. Ne, es gibt ja, und dann werden wir gebucht und dann singen wir Requiem natürlich auch auf Latein. Und da sind auch Beispiele auf meinem YouTube-Kanal von einigen Liedern. Und du hast auch noch genetisch gesehen, glaube ich, in deiner Familie auch einen Opernsänger, nämlich nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, den habe ich hier, dem habe ich ein Gedicht gewidmet in diesem Buch, Ewald Radermacher. Ein schönes Bild, wie er aussieht wie Franz Schubert. Ja, das stimmt. Der ist aber schon ganz früh gestorben. Ist der schon 67 gestorben. Auch eine Parallele zu mir. Ich habe auch eine Opernsängerin als Mutter. Deswegen ist das sehr spannend, ja. Du siehst, der Gesang oder die Musik, die klassische Musik, auch die verbindet uns sehr schön. Woran arbeitest du denn im Moment? Was dürfen wir denn erwarten von dir? Noch. Ja, im Moment bin ich in einer Phase, wo ich wirklich mein Yoga-Buch hier, das ist mein erstes Buch, vor 10 Jahren erschienen. Da sitze ich in einem Lotussitz, ganz dünn und asketisch. Und da diese Mentalreisen, die ich da schon beschrieben habe, da muss ich jetzt ein bisschen umformulieren, dass ich die ganzen yogischen, hinduistischen Vokabeln rausnehme. Und das läuft eigentlich ganz gut. Da habe ich Mentalreisen für die Entspannung und die lese ich auch im Hörfunk vor, gerade zur Nacht, wenn die Sendung zu Ende ist, dass sie eben nicht mit ihren ganzen Sorgen und Ängsten ins Bett fallen, sondern versucht, die Menschen, die zuhören, noch auf andere Gedanken zu bringen. Sehr, sehr schön. Du vermittelst immer sehr schön das Licht am Horizont und spendest auch schön Trost in deinem, was du schreibst. Und wir sind gespannt, was kommt. Vielleicht ist ja noch was Interessantes dabei bei unseren Ausschreibungsthemen. Ich glaube schon, dass was Interessantes für dich dabei ist. Schüsse und Küsse habe ich geschickt. Ja, genau. Danach, da muss ich noch überlegen, die Themen sind. Sehr gespannt, ja. Ja, auf jeden Fall sehr schön, ganzheitliche Betrachtung und vielen Dank für das schöne, intensive und tiefe Gespräch. Ich danke dir. Ich danke dir auch, Jens, für dieses Gespräch.